Willkommen zurück zu Stronghold Crusader 2 mit mir, Peter von StrongCreed.de, und wir starten die Mission komplett neu, weil ich nämlich fest davon ausgehe, dass es ein Fehler ist, nicht das Eisen zu verwenden, nicht auf Ritter zu setzen, nicht auf Armbrustschützen von vornherein zu setzen. Deshalb müssen wir das alles ein bisschen umbauen. Plus, wir brauchen mehr Bauplatz und höhere Kontrolle darüber, was hier vor unseren Mauern passiert. Das heißt, wir werden diesen kompletten Bereich noch in unsere Mauernkonstruktion übernehmen und dafür erstmal alles hier einreißen, was hier steht an Mauermaterial, und uns eine neue Mauer darüber ziehen. Dafür nehmen wir gerade die Vogelperspektive. Wir machen da eine mehr oder weniger gerade Mauer, also versuchen nicht exakt alles zu übernehmen. Wichtiger ist erstmal nur, dass die Mauer überhaupt zu ist. Jetzt haben wir wieder dummerweise dieses Zinnenproblem, dass die Zinnen auf der falschen Seite wachsen. Dann ziehen wir das hier gerade eben noch zu. Nicht, dass es nötig wäre oder so, aber verkehrt ist es auch nicht. Dann bauen wir hier drüben die Mauer etwas dicker als nächstes. Allerdings brauchen wir jetzt am Anfang eh noch ein bisschen Stein für grundsätzliche Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel die Baracken und all das. Und die Sachen stellen wir hier drüben auf. Die kommen hierher. Dahin kommen die Baracken. Wie sieht's mit der Treasury aus? Wie viel kostet die 10? Okay, mal ganz kurz überlegen. Wie viel kostet denn so eine Torturer's Guild? Okay, die kostet nicht ganz so viel, weil wir können uns ja überlegen, ob wir einen Courthouse nehmen oder eine Torturer's Guild. Ich glaube, wir machen das aus Kosten- und Zeitgründen mit der Torturer's Guild diesmal gegen die Kriminalität. Es bleibt da, glaube ich, nicht allzu viel übrig. Aber dennoch, dann bauen wir jetzt zuerst noch Moment, was sollte ich jetzt gerade damit bauen? Einen Stein. Gut, die Armory brauchen einen Teil der Steine. Das heißt, wir setzen auf jeden Fall die, drehen die halt vielleicht noch richtig, damit wir die auch hier dran bekommen und benutzen das, um die Mauer etwas dicker zu machen. Weil wir ja clever sind. So, okay. Wir können theoretisch, sobald wir Money Money haben, anfangen hier neu zu bauen. Wir schmeißen uns mal da hoch. Jetzt müssen wir das alles hier wieder von vorne machen. Sobald der Grundsatzaufbau steht, wird es geswitcht. Wir nehmen jetzt unser Holz und bauen zuerst mal Nahrungsmittelvorräte auf. In weiser Voraussicht darauf, dass wir Lederrüstungen brauchen, machen wir mehr Kuhfarmen als Obst diesmal. Obst und Gemüse. Und bauen die hinten randig auf. Und zwar einige. Da treten wir diesmal nicht zu kurz und versuchen gar nicht erst den Umweg über Weizen. Das versuchen wir diesmal nicht. Das wird direkt kompletto umgangen. So, was wir aber brauchen, sind Hütten. Die können wir zum Beispiel hinter... Können wir eigentlich auch hier oben hinbauen? Ah, wir können hier oben hinbauen. Ist da Wege runter? Nee, nicht wirklich. Your Grace, we have brought you the Holy Scepter. Aber egal, wir können hier oben hinbauen. Gut, dann kommen hier oben diese... Schrottgebäude hin, die man braucht. Unseren Markt können wir kostenlos setzen. Der kommt mal hier hinter. Hinter der Burg versteckt. Unser Lord bleibt halt eben da, wo er ist. Die schmalen Mauern passen mir nicht so hundertprozentig an der Stelle, aber wir hoffen einfach mal darauf, dass sie die Seite weiterhin ignorieren und immer nur über diese Seite kommen. Dann holen wir uns jetzt mal direkt die Torturers Guild. Nein, können wir uns nicht leisten, aber dafür habe ich ja vorgesorgt mit dem Markt diesmal, ausnahmsweise. Holen wir uns ein bisschen was. Wir verkaufen etwas von dem Pech. Alles werden wir davon nicht brauchen. Okay. So, Torturer's Guild, die stellen wir hier unten bereit.
So. Und die ganze Kriminalität dann auch stattfinden wird. Da stellen wir den Wachposten bei. Und dann kaufen wir uns nochmal Holz. So ein bisschen aufpassen, dass wir dann auch noch genug für Truppen haben. Aber es ist Gott sei Dank wahnwitzig günstig. Aber wir müssen erstmal unsere Infrastruktur zum Laufen bringen. So. Und wie gesagt, Metall können wir diesmal nicht ignorieren. Das geht nach hinten los. Deswegen bauen wir uns auch ein paar hiervon. Okay, gehen da nur zwei? Na gut. Ochsen, Ochsen, Ochsen. Da. Erstmal wieder Holz holen. Und davon bauen wir jetzt gerade mal erstmal hier unten aus. Das heißt, ihr kriegt eins, zwei. Sire, as this is the first time you've used a carter's post, I will give you some simple instructions in its use. Choose the goods you wish to send, sire. Welches habe ich genommen? Notice the goods type selector on the left-hand side. The goods are on the way, my Müsste lord. klappen. Wir bauen denen noch ein paar mehr Holz ab. Holzfäller hin. So, wir bauen uns selber auch noch ein, zwei Holzfäller hier vorne hin. An die Brücke. Die dann hoffentlich da runterfahren. Damit wir vielleicht noch etwas mehr Geschwindigkeit reinbringen. Eventuell funktioniert es, weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. So, als nächstes kaufen wir wieder ein bisschen Holz. Und fangen an mit der Waffenproduktion. Die kommt hier drüben hin. Und noch einer. Dann kaufen wir uns noch genug für Gerber. Damit wir direkt die Lederrüstung basteln können. Weiß nicht, wie viele wir da im Verhältnis brauchen. Keine Ahnung. Dann kümmern wir uns auch direkt um die Metallwaffenproduktion, solange wir noch können. Weil ansonsten wird es am Ende nichts. Wir sind eh gleich wieder arm mit allem, von allem. So, wir haben Rüstung. Haben wir Schwerter da stehen oder Rüstung? Schwert. Die sehen unterschiedlich aus. Gut, dann bauen wir uns noch ein paar Hütten. So, eins, zwei, drei. Da oben hin. Und wir brauchen noch was, wo man auch die Leute torturen kann. Wir nehmen diesmal was etwas Härteres. Den Scheiterhaufen können wir uns holztechnisch nicht leisten. Wir brauchen irgendwas, was die Leute tötet. Das ist relativ günstig, kostet halt viel Gold. Aber wir haben keine Zeit mehr hier für irgendwelche Nettigkeiten und so. Das muss jetzt knallhart gehen. Warum können wir. Okay, wir können deshalb nicht rekrutieren, weil wir so wenige Leute haben. Haben wir Ochsenkarren gesetzt? Nein, wir haben keine Ochsenkarren gesetzt. Wir brauchen Ochsenkarren noch. Man bedenke, jetzt gerade läuft das Spiel noch wahnsinnig langsam. Also es hat noch nicht mal wirklich angefangen hier. Die ersten Lieferungen kommen da ganz schleichend angekrochen. Das heißt, wir haben alles noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen etwas mehr Holz noch. Bum, da kommen noch zwei hin. Irgendwie. Gut. Okay. Noch irgendwas, was sinnvoll wäre. Wir könnten versuchen, uns noch eine Schafsfarm und einen Weber zu machen, um noch ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen. Das wäre eine Option. Müssen wir gerade checken hier, wie das mit den Rationen aussieht. Drehen wir die mal ein bisschen hoch, damit wir. Extra rations, lovely. Ah, wir können uns noch gar keine Dings leisten. Noch gar keine. Treasury, wo war die dabei? Hier? Da. Haben wir die jetzt schon oder nicht? Haben wir noch nicht, glaube ich. Kaufen wir uns gerade mal ein.
Dann können wir jetzt schon anfangen, Steuern zu erheben. Und machen gerade hier die Mauer zu. Dem Ding fast vollständig. No change in the Treasury Lord. So, wir setzen es aber mal nur auf Low für den Anfang. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Und speichern an dieser Stelle mal. Das ist jetzt unser Aufbau. Für alles Weitere. Und wir müssen natürlich auch Armbrüste produzieren, damit wir auch Armbrustschützen machen können. Ansonsten lohnt sich das natürlich nicht. Mal sehen, wo die hingehen und ob sich das tatsächlich rentiert. Sei mal dahingestellt. Select goods. Choose amount. Select target. So, dann schicken wir uns die jetzt in 50er packen, damit die nicht so klein unterwegs sind. Okay, die gehen tatsächlich darüber. Ich weiß nicht, was effizienter ist. Ganz ehrlich. So, okay, irgendjemand ist böse geworden. Brauche ich jetzt noch das Courthouse oder können wir das so lösen? Ich glaube, ich brauche das Courthouse. Wird nichts dran vorbeiführen. Dann kaufen wir uns mal gerade genug Stein dafür. Und bauen das Ding. Stellen wir das hin. Stellen wir es dahin. Ist nicht allzu hässlich, nicht allzu schön. Hält sich in Grenzen. Und dann können wir uns direkt der Diebe annehmen. You are indeed honorable. This diet you have us on makes me feel really fit and lively. Aber ich glaube, ich sollte noch ein bisschen in die Nahrungsproduktion investieren. So das Gefühl, das ist keine verkehrte Idee. Hier platzmäßig halt eben überhaupt noch geht. Ich würde es halt schon echt gerne versuchen, wenigstens ein bisschen Weizen anzubauen. Das wäre schon echt sehr, sehr erfreulich, wenn das ginge. Aber was nicht ist, ist nicht. Wie sieht es mit unserem Lager aus? Sieht nicht besonders optimal aus, so vom Füllegrad her. Wir können uns aber noch ein bisschen Pitch machen. Und da kümmern wir uns um die üblichen Stellen. Da, wo sie dann auch tatsächlich die Leitern anlegen werden. Wir machen ein Feld vorher, weil das brennt auf zwei, auf drei Feldern. Also die Mittelspur und links und rechts. Das muss nicht so hundertprozentig sitzen. So, hier, wo sich die Bogenschützen immer aufstellen. Machen wir noch was hin. Das war's dann auch schon. Gut, dann stellen wir hier ein bisschen Stein an die Mauer. Für unsere Gold needed, my lord. Woman, string up. We are on our way. Da hoch. Und im Gegenzug schicken wir unsere ganzen Truppen hier mal in das Treppenhaus rein. The lord is my master. Die stellen wir da oben dazu. Weil letztlich gibt es im Grunde genommen nur zwei Chancen. Also wir werden es nicht abwehren können, dass sie mit den Leitern hier drankommen. Aber wenn sie mit den Leitern drankommen, sind nur zwei Optionen. Entweder sie gehen hier drüben runter. Da sind aber meine Fußtruppen im Treppenhaus geschützt. Etwas, worauf ich auch schon ewig nicht gekommen bin. An armorer has turned to crime, my liege. Ah, verdammt. Ausgerechnet der Rüstungsschmied. Ausgerechnet der Rüstungsschmied. No change in the treasury lord. The people worship you, sir. Crime sieht ganz schlecht aus. Das heißt, no change in the treasury lord. Kriegen wir das denn hier irgendwie in den Griff? Die Typen. Evening, Molly. Können wir was gegen die Kriminellen tun? Wahrscheinlich nicht. So, dann fangen wir mal an mit Rekrutieren. Und wir nehmen zuerst die hier. You do not have enough gold to train this unit. Weil nämlich das erste gefährliche, womit wir uns auseinandersetzen können werden, sind Ritter. Oh, ein bisschen schneller. Und ach, wir können es ruhig noch viel schneller machen. Speichern wir mal gerade von der ersten Belagerung. In der Hoffnung, dass es irgendwie alles halbwegs aufgeht hier. Was ich mir dann gerade so zusammen schustere. Deployen. An hoffnungsvollen Überlegungen.
Und uns noch ein paar von denen und stellen die ins Treppenhaus. You disturb my prayers. To the wall! Da unten rein. Okay, interessant. Die Bogenschützen stellen sich jetzt da drüben auf. Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund. Aber bewegen sich auch nicht gerade in Angriffsreichweite. So, dann zünden wir das hier mal an. Wenn die Ritter eh schon drin stehen. Ich warte darauf, dass die Ritter sich dahin bewegen. Und dann machen wir die Hölzer runter. Weil das trifft die nämlich eh. Jetzt. Wunderbar. Okay, sie versuchen da drüben runter zu gehen. Das heißt, wir holen hier noch ein paar von denen dazu. Unsere Fernkämpfer sind sicher, was ich hervorragendst finde. Absolut grandios. Unsere Mönche verprügeln die Ritter hier. In dem Treppenhaus. So schaut's aus. Da sind sie sicher. Vor irgendwelchen Fernkampfangriffen etc. Dauert halt eine Weile in der Hoffnung, dass das auch ausreicht, was sie da machen. Mehr Bogenschützen, wir bauen dann, sobald wir genug Stein haben, bauen wir hier drüben noch Türme hin, um wie gesagt die Angriffsfläche für Leitern zu verringern. So, meine Mönche haben gewonnen, traumhaft. Dann können sie sich auch gleich mal um die Leitern kümmern und das ist ein Safe, das lief doch schon mal 100-mal besser als vorher, oder? Seien wir doch mal ganz ehrlich. Ganz gnadenlos ehrlich. Can't place that there, my lord. Yes. So, hier, komm, mach mal die Leitern um. Muss ja nicht da stehen. Muss ja gar nicht sein. Wir brauchen aber noch einen Rüstungsschmied, weil das ist echt nicht okay. Können wir uns halt nur nicht leisten. Aber eventuell haben wir ja was zu verticken. Jawohl, haben wir auch. Wir können einfach Your popularity is rising. Die hier verkaufen. Davon haben wir mehr als genug. Ohne dass wir sie uns verwenden können. So. Und dann machen wir You do not have enough gold to train this noch mehr Armbrustschützen. Ich will direkt mit den großen Türmen einsteigen. Das heißt, ich warte lieber darauf. Statt mit den etwas kleineren, die wir uns früher leisten können. Aber ich denke, das ist so rum schon etwas besser. So, wie sieht es denn nahrungsmäßig aus? Holla, die Waldfeder können wir ja mächtig nachschieben. Dann können wir sogar hier nochmal aufschlagen. Was ist denn mit der Kriminalitätsrate? Warum geht die nicht runter? Bauen wir mal noch einen Wachposten. Wo ist er denn? Put. Den stellen wir mal hier drüben zu den produzierenden Gebäude. Auf die Seite, wo man eh nichts anderes dazu bauen kann. Und ich weiß nicht, ob ich Brunnen und sowas brauche. Ist eigentlich nur zur Feuerbekämpfung, wenn ich mich nicht täusche. So, bestücken wir die Mauern weiter. Your loyal archers. Das ist zentral. Ihr geht alle wieder hier runter. Ah, okay, du bist hier unten gefangen. Wie das halt eben immer so ist, ne? Und langsam aber sicher hätte ich ganz gerne mal die ersten echten Ritter. Nicht, dass wir sie wirklich bräuchten oder so, aber es wäre einfach sowas für meine
Mein inneres Wohlbefinden. Das Gefühl, was gemacht zu haben. So, hier drüben standen vorhin die Bogenschützen. Machen wir da auch noch ein bisschen was hin. Not enough pitch, my liege. Das schadet bestimmt nichts. You do not have enough gold to train this unit. Ah, das mit dem Gold ist echt schlecht. Aber wir können die Steuern nicht weiter erhöhen, weil die Kriminalitätsrate immer noch so wahnsinnig hoch ist. Und ich nicht weiß, warum. Afternoon, Sire. Ich kann die halt nicht festnehmen, wenn die nichts versuchen. Das ist so das Problem, was sich mir hier aufzudrängen scheint. Können wir denn noch irgendwas für das Wohlbefinden der Leute machen, eventuell? Wir könnten versuchen, ein bisschen Hopfen aufzubauen. Holy hell, aber das wäre jetzt schon echt. Das ist so ein bisschen das Schicksal herausfordern, glaube ich, wenn man dafür Bauplatz hernimmt. Können wir sowieso nicht. Warum ist hier drüben so wenig besetzt? Was ist da los? Ich glaube, wir müssen denen ein bisschen Nahrung schicken. Oder könnt ihr hier irgendwas selbst aufbauen? Irgendwas? Nein? Nichts. Könnt ihr da drüben Stein abbauen vielleicht? Nein, auch nicht. Okay, ich glaube, wir schicken denen mal ein ganz klein bisschen Nahrung immer. Da nehmen wir hier den Posten, stellen dahin, da kriegen wir eh nichts Besseres hin. Select good. Choose amount. Und den schicken wir jetzt einfach immer 5 Äpfel. Das passt schon einfach nur, damit hier die Arbeiter nicht wegfallen und uns die Ressourcen dann nicht ausfallen. Das wäre nämlich nicht optimal für uns. So, okay, wie sieht's hier aus? Müssen wieder irgendwas verticken. Was haben wir denn wieder zu viel? Davon haben wir eindeutig zu viel. Okay, wir können den ersten Ritter kaufen. Den ersten eigenen Ritter, meine Güte. Da wird mein Herzlein warm. So. Der Ritter kommt selbstverständlich auch ins Treppenhaus. Und ihr kommt definitiv da oben hin. Wie sieht's mit Stein aus? Beinahe da. Nächste Lieferung, dann haben wir's. Der Turm kommt dann hier vorne hin. Irgendwo. Muss es so gerne versuchen durchzukommen. Wird dann wieder das Treppenhaus besetzt. Wahrscheinlich primär mit Mönchen. Könnt ihr mal versuchen, ob wir hier drüben irgendwas Prestige-zeugiges aufbauen können. Ah, schau. So ein Aal-Ding. Dann bauen wir uns hier irgendwo noch eine Lord-Küche hin. Oh wow, das brauchen aber viele Leute. Okay, bauen wir uns mal noch eine Hütte. Und tun hier oben her. Aber dann kriegen wir noch mal ein bisschen zusätzlich Prestige, um in weitere Mönche zu investieren. Das Turmsteinzeug müsste da sein. Nein, kommt gerade erst. Okay. Gut. Es geht voran. Es geht langsam voran. Ready, sir. Moving off. Wir verteilen die Fernkämpfer dann ein bisschen, weil die klumpen sich hier oben zu sehr. Aber da kommt die nächste Belagerung, die schauen wir uns noch an. Game saved. Da kommt auch schon das erste Trebuchet. Vielleicht schaffe ich es noch, genug Stein zu haben für den Turm. Vielleicht bekommen wir es noch hin. Nein. Leider nicht vor dem Angriff. Lively does it. Okay. Our troops are under attack. Der tapfere Mönch da unten. Wir die Leiterträger vernichtet. Der knallharte Hund. Können wir denn dagegen was machen vielleicht? Macht mal dagegen was. Okay.
Ich kann das Pech hier nicht anzünden. Unsere Baumstämme sind leider auch weg. Aber hier geht jetzt eh das gleiche wieder nur los. Das heißt, die versuchen sich hier drüben durchzukämpfen. Und scheitern an meiner mächtigsten Mönchs- und Rittertruppe, die wir dahingestellt haben. So, und da wird uns wunderschön, ganz hervorragend, Festmahlspunkte generiert dafür, dass wir alleine essen. Naja. So, holen wir uns mal direkt ein paar Mönche dazu. The flesh is weak, but the spirit is strong. Und schicken die da in den Angriff. It is Satan's work that brings us here. To the wall. Kämpft. So, der schlägt hier einfach mal durch die Mauer durch. Wie sieht es denn hier aus? Natürlich nicht so wirklich eine Übersicht darüber, was passiert. Im Treppenhaus wird noch gekämpft. Vorm Treppenhaus wird noch gekämpft. Rund ums Treppenhaus wird gekämpft. So viel ist klar. Ich denke, meine Leute sollten das schaffen. Sollte drin sein. Weapons needed, Sire. Weapons needed, Sire. Check those weapons. So. Ich stelle mir mal gerade eben noch hier oben drauf, die kommen auf den Turm. The Lord is my master. Oh oh. Da kommen welche durch. Los. Kümmert euch. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz Sinn der Sache gewesen. Dass sie die da einfach so durchlaufen lassen. Aber gut, die ewig spawnenden. Bauern werden da jetzt schon noch genug ihren Teil zu beitragen, dass das aufgehalten wird. Spawnen wir da einfach mal ein paar Nahkampftruppen rein. Können wir ja machen. Aber es könnte echt sein, dass wir da jetzt unsere Mönche ein wenig überfordert haben. Mit dieser Aufgabe. Nee, nee. Geht zumindest direkt vor der Tür. Kriegen wir es in den Griff. Das ist recht. Wir brauchen noch einen Rüstungsschmied. Das geht mir hier zu langsam. Hm, wenn ich ihn finden würde. Da. Brauchen noch einen Rüstungsschmied. Und auch noch einen Schwertschmied. Von denen brauchen wir einfach mehr. Und auch noch mehr Armbrüste. This building has no labor, sir. So, da sind unsere mächtigen Nahkampftruppen. Dann stellen wir uns mal einen Turm auf. Endlich. Und der kommt. Wohin? Achso, die Leiter muss ich erst wegmachen. Where lies my quest? Alles klar. Gut, speichern wir das mal fix und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hoffentlich noch weiterhin besser läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen jedenfalls. Wem es gefallen hat, Like da lassen, wer es zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bedenkt, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann muss man halt einfach mal komplett die Strategie ändern und es nochmal neu anfangen. Ist keine Schande drin, wie ich finde. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.